Und weiter geht's bei der History durch Magic. Khans of Tarkir. Ein ziemlich abgeranztes Booster. Ich hoffe mal, dass die Karten da drin nicht ganz so abgeranzt sind. Gucken wir uns mal in Khans an. Khans habe ich so eine der traurigsten Stories meines Magic-Geschichte-Universums da drin. Die kann ich euch irgendwann mal erzählen. Oh Gott, sehen die Karten aus. Kriege ich das on Kamera irgendwie eingefangen, dass man das sieht, wie unglaublich krass abgeranzt die Karten sind? Wow. Ja, 6 Mana, 3-3, Erstschlag mit Morph. Feat of the Resistance, 2 Mana, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und sie kriegt Schutz von der Farbe eurer Wahl bis zum Ende des Zuges. Cancel, 3 Mana, Counter Target Spell. Barrage of the Boulders, 3 Mana Sorcery, fügt jede Kreatur, die ihr nicht kontrolliert, einen Damage zu. Und wenn man jetzt eine Kreatur selber besitzt, die Stärke 4 oder höher hat, dann können alle gegnerischen Kreaturen auch nicht blocken. Kindree Warden. Okay, 1 Mana 1-1 mit Regenerieren und mit Morph. Mardu Skullhunter. 2 Mana 2-1, wenn er ins Spielfeld kommt, getappt ins Spiel. Und bei Raid, wenn man angegriffen hat diese Runde und er ins Spielfeld kommt, muss er eine Hand getappt werfen. Oh, ich dachte gerade, hä, wie fetch eine Hand was? Bolosming Sands. 2 Mana kommt getappt ins Spiel. Man kriegt ein Leben und tappen für ein grünes oder weißes. Die haben es richtig gemacht. Khans hat es richtig gemacht. Die hatten das Ding im Kamm-Slot. Karu Dreadmore. 5 Mana 4-4 Defender. Und für 2 Mana kann man andere Kreatur opfern, um Lebenspunkte in höhere Verteidigungsstärke zu bekommen. Echt eine gute Karte. Ponyback Brigade. Goblin Warrior. Die Goblins hier drauf. Geil. 6 Mana 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt oder aufgedeckt wird, kriegt man 3 rote 1-1 Goblins. Für 5 Mana Morph. Swiftwater Cliffs. Komm, getappte Spiel, man kriegt ein Leben. Tappen für blau oder rot. Jeskai Charm. Gute Karte. Für ein blaues, ein weißes, ein rotes kann man eine Kreatur auf der Bibliothek ihres Besitzers zurücklegen. Oder man fügt einem Gegner 4 Schadenspunkte zu. Oder alle Kreaturen, die man selber kontrolliert, kriegen +1/+1 und Lifelink. Warname Aspirant. 2 Mana 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, nachdem man angegriffen hat, kriegt man eine +1/+1 Marke. Und der kann nicht geblockt werden bei Kreaturen mit Stärke 1 oder weniger. Raiders Spoils. 4 Mana Verzauberung. Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+0. Und immer wenn ein Krieger einen Warrior angreift, Schaden zufügt, könnt ihr ein Leben bezahlen und eine Karte ziehen. Und unser Rare ist ein See the Unwritten. Okay. 6 Mana Sorcery. Man deckt die obersten 8 Karten seines Decks auf und man kann eine Kreaturenkarte davon ins Spielfeld bringen und den Rest unters Deck. Wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliert, kann man 2 Kreaturen stattdessen ins Spiel bringen. Das ist nicht schlecht, gerade für Commander. Ich habe da vielleicht ein Commander-Deck in Aussicht, was ich das spielen möchte. Gut, das war ganz okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, der Black Seed. Ciao, ciao.